Willkommen zu einem neuen Part Pokémon Let's Play, die grüne Edition. Wir haben die MS Anne erfolgreich bestritten. Wir haben einfach in der Dickdrill-Höhle ein Dickdrill gefangen. Dickdrill Level 31, schaut euch das an. Und damit werden wir jetzt Major Bob herausfordern. Also, den Elektro-Pokémon-Trainer. Im Anime hat er einen Raichu. Was er im Pokémon grün hat, weiß ich selber nicht. Deswegen sind wir auf jeden Fall gespannt. Und der Kollege sagt uns wieder, hier, Elektro-Pokémon. Pass auf. Und der Trainer, der die Arena schon besiegt hat, ist Red. HD, komm. Der Matrose. Pikachu! Alter Pikachu! Unser favorite Elektro-Pokémon. Das Dickdrill in meinem Team habe ich als Plan B. Aber wenn wirklich die AA am Dampfen ist. Ansonsten bis dahin möchte ich auch natürlich mein Bisa Knosp trainieren. Kommt, Herr Schneider. Mir deine KP. Heute war ich mit einem Kumpel draußen. Wir haben auch über Pokémon geredet, so welche Edition unsere Lieblings war. Und einige von euch wissen es, die Kristall-Edition aus der zweiten Generation war mein erstes Pokémon-Spiel. Eigentlich war Pokémon Pinball mein erstes Spiel, aber die erste Edition war die Kristall-Edition. Habe ich am Nikolaustag von meiner Mama geschenkt bekommen, durchgezockt, alles geil. Und im Nachgang, ich wollte halt auch so ein paar Pokémon haben, so wie Zapdos, Mewtwo oder die ganzen Starter. Dann habe ich mir die gelbe Edition geholt und das war halt geil. Klar, Grafik hier und da, Komfortfeatures mit dem Beutel, wenig Plätze, nicht sortiert. Aber ich habe die gelbe Edition wirklich einige Male gespielt. Alter. Alter, was bist denn du für einer? Mit Messer, mit Peitsche? Denki Grupu. Denki Grupu. Der Typ heißt Elektrogruppe. Ja. Und zur ersten Generation, auch zu dem Spiel, gibt es ein Remake. Das ist die blattgrüne Edition für den Game Boy Advance. Also was ich mir vorstellen kann, je nachdem wie das Let's Play ankommt, im Nachgang die Kristall-Edition zu zocken, aus der zweiten Generation. Und danach die Smaragd-Edition. Dritte Generation. Aber hängt natürlich vom Erfolg des Let's Plays ab. Also Leute, es liegt an euch. Wenn euch das alles gefällt, ihr wisst Bescheid, liken, teilen, kommentieren, abonnieren. Supportet euren Errol Abi. Kleine weitere Story aus dem Nähkästchen. Ich habe euch ja vor einigen Folgen erzählt, dass ich Techtelmechtel mit einer aus einer K-Pop-Party hatte. K-Pop, koreanische Popmusik, da habe ich sie kennengelernt. Ja, wir haben uns zweimal getroffen. Einmal war sie bei mir, einmal ich bei ihr. Und für den Sonntag haben wir ausgemacht, dass sie sich wieder, dass sie wieder vorbeikommt. Aber sie hat mich versetzt. Sie hat zugesagt für den Tag, ein paar Tage vorher, haben wir geschrieben. Am gleichen Tag kam gar keine Antwort mehr von ihr. Also ich habe geschrieben, ey, wann kommst du konkret? Wollte sie von der Bahn abholen. Ehrenmann. Da kam gar nichts mehr. Jedenfalls habe ich sie dann überall gelöscht. Heute Morgen kam es so,
Sorry, dass ich dich versetzt habe. Ich war beschäftigt. Come on, welcher Mensch ist am Sonntag beschäftigt? Ich bin beschäftigt, der Let's Plays für euch macht. Aber sonst, normaler Mensch ist noch nicht beschäftigt, Alter. Und wenn, dann sagt man Bescheid an dem Tag, dass man nicht kommen kann. Also jedenfalls... Ja, habe ich nicht geantwortet. Die Nachricht gelöscht. Also wenn ihr versetzt werdet, an die Männer und Frauen da draußen, lasst euch nichts gefallen. Ich one-hitte den doch, Alter. Ich one-hitte den einfach mit Schaufler. In Pokémon Gelb sagt er, ey, ich hab mit Major Bob, dem Arenaleiter, im Krieg gekämpft. Digga, in welchem Krieg hat er gekämpft? Irgendeinem Pokémon krieg. Ich hab alle Pikachus. Digga, der ist natürlich paralysiert. Wie soll's auch anders sein? Giftpuder. Komm, Kadabra. Kadabra hat eine hohe Spezialverteidigung. Da macht mir deine Elektro-Sachen machen mir da nichts aus. Ja, Pikachu, du paralysierst mich und ich vergifte dich. Leute, soll ich lieber Kadabra und vielleicht im Team behalten oder lieber Pantimos nehmen, dass ich das letzte Mal ertauscht habe? Schreibt es mir in die Kommis. Die Tür geht nicht auf, man muss ein Rätsel machen. Man muss zwei Schalter finden und die Schalter sind hier random. Aber man muss den einen Schalter betätigen und danach den anderen. Die Sache ist die, ich habe das Rätsel so oft gemacht, ich weiß bis heute nicht, wie es funktioniert. Immer intuitiv habe ich es hinbekommen. Guck. Ein Schalter offen. Und jetzt ist das wieder zu. Jetzt wieder zu. Ging diese verfickte Scheiße nochmal. Leute, wie ging das mit den Schaltern nochmal? Ich weiß, die Ultra-Profis. Vielleicht wissen das. Digga, das war doch eins versetzt so. Da-d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 a
diese gottverfickten Schalter. Leute, wie geht das halt? Ich guck gleich auf PokeWiki nach, Alter. Fick dich. Ich kotz gleich im Strahl, Alter. Ich kotz gleich wie Schicki, wenn er seine Hydro-Pumpe macht. Guck mal hier. Alter. Doch, hier und hier. Leute, wie geht dieser verfickte Scheiß? Ich gucke jetzt auf PokeWiki, Alter. Fick dich doch, du verwickster H-Punkt. So, stimmt. Der zweite Schalter ist entweder neben dem ersten Schalter oder oben links. Und es hat nur 8. Nur 8 Eimer können den Schalter haben. Ach, fick dich doch. Kein Bock jetzt. Und wieder direkt daneben oder oben links? Alter. Halt deine Fresse, Mann! Ey, diese behinderte Arena, Alter, ich habe jetzt gar keinen Bock, Alter. Ja, was hier? Jawohl, Alter. Ich schwöre, geh mir nicht auf die Cojones, Alter. Hier. Major Bob, ich nehme dein Leben komplett auseinander, Alter. Hier, was ist im Müll, Alter? Müll, Alter, bist du Müllmann? Ja, halt deine Fresse. Ja. Jetzt mal. Major Bob! Major Bob! Ja, dann dieser Knast in dein Leben auseinander, Alter. Was machst du, Alter? Tag. Hier. Giftpuder. Ja. Catcher. Alter. Damals die Arena-Leiter haben immer noch so X-Angriff und sowas eingesetzt. Hat X-Spezial, um die Werte zu erhöhen. Ich war nie ein Fan davon, weil das immer nur einmalig für den Kampf ist. Hab ich nie so gefühlt. Alter Reitsch, okay. Vor dem müssen wir aufpassen.
Juman Boruto. Was? Diese Attacke heißt auf Japanisch, das war wahrscheinlich Donner. 10.000 Volt. 10 mal 10.000, Digga. 1.000.000 Volt, Alter. Ich hab kurz nachgeschaut, die Attacke heißt einfach 100.000 Volt auf Deutsch. Schaufler. Ja, ich hab so ein mächtiges Raichu besiegt. Bisschen Cheap Trick, okay? Mit Diktrier, egal. Einfach die Attacke 100.000 Volt bekommen. Pixel, du bist 1.000, sagst du, du kannst alles erlernen. Komm. Leute! Leute! Wir haben den Donnerorden bekommen! Geil! Geil! Geil, geil, geil! Ha! Leute, wir haben Major Bob besiegt und jetzt geht unsere Reise endlich weiter. Und wohin gehen wir? Wir gehen hier entlang. Demnächst werden wir ein dickes schlafendes Pokémon begegnen. Leute, ich habe gerade was recherchiert. Sorry, dass ich nochmal zurücklaufe. Ich brauche nämlich eine Karte. Ich habe geguckt, wie der Mew-Glitch wieder nochmal funktioniert. Boah, vielleicht schaffen wir es in diesem Let's Play noch Mew zu fangen. Das geht über diverse Glitches. Kadeala, kommt. Kommt mit, Leute, kommt mit. Lang genug getrödelt, jetzt machen wir wieder Action. Aber. Simsala, du bist dran! Und eine Sache tut mir weh, seitdem ich Simsala habe. Benutze ich mal Smet für dich. Simsala hat einfach die. Simsala, sag ich, Kadabra. Korrigiert mich, wenn ich einen Fehler mache. Kadabra hat einfach die besseren Werte.
Deshalb. Jawohl, Santa. Simsala, du bist dran. Meinte Kadabra. Alter Schauspieler. Digga, Shakespeare. Sein Attacke ist einfach Hinoko, das heißt sowas wie kleines Feuer oder Glut im Grunde. Ja! Alter. Vulpix, Alter, du siehst ja witzig aus. Rokan, Vulpix. Der Weg zu dieser Floor, es ist nicht mehr weit. Alter Radikal, mein Nemesis. Ich mache mir so schnell es geht platt. Voltoball heißt auf Japanisch einfach Biriri Dama.
Okay. Gut zu wissen. Damals, als sie die Pokémon erfunden haben, so die dachten sich, komm, ein Pokémon sieht aus wie ein Volteball. Ich meine, ein Pokémon sieht aus wie ein Pokéball, das andere wie ein Magnet mit einer dicken, fetten Schraube im Brain drinne. Und einem Auge, zwei wären ja zu viel. Aber das mochte ich noch immer an diesen Hütten. Es gab einfach immer eine Etage drüber. Und da konnte man durchgucken. Er möchte Nidorina haben. Ich hab kein Nidorina. Na, ich habe noch keine 30 Pokémon. Bei 30 Pokémon gibt er mir ein Geschenk. Alter. Ich spiele das Let's Play mit so einem alten Xbox 360 Controller und denke, ich kann nicht antippen. Jawoll. Sugoi. Tag. Hä? Ein Pokémon blockiert den Pfad. Was du wohl bist? Für das Relaxo brauchen wir später eine Pokéflöte. Deswegen können wir da noch nicht hin. Ja, Mechaniker. Damals war jeder Pokémon-Trainer ein Schauspieler, ein Mechaniker, ein Gitarrist, irgendein 10-Jähriger in Boxershorts. Der Schneider ist einfach stärker als ein Antenhieb. Das ist nicht. Boah, alter Magneton, ey. Okay, Alter. Wollt ihr nicht zu nahe treten? Alter, kennt euch das Sprite. Alter, guck mal, die riesigen Augen. Der Kopf und diese Magnete von dem kleinen. Es hat Charme. Und ich merke, das kommt bei euch gut an, wenn ich eine Story mache mit den alten Sprites, Screenshots. Die Leute liken das, kommentieren das. Es hat so nostalgische Faktor. Konnichiwa. Konnichiwa, Genki desu ka? Oh, Koiro desu ka?
Anthony? Sayonara. Komm. Ein bisschen zu heiß. Vielleicht gibt es noch ein Pokémon, was wir noch nicht gefunden haben hier. Taboga, wenn du Fliegen beherrschst, du wirst so mächtig werden. Verspreche ich dir. Nein! Kyoveta! Guck mal, du kannst keine Flugattacke, Alter. Das heißt Kaso Koshi, Alter. Das heißt Wind. Ein Windstoß, Alter. Aber es ist eine normale Attacke in dem Spiel. Bye bye, Myrapla. Nidoran. Nein, ich wollte den noch austauschen. Kriegen wir das hin. Shit. Ne. Nidorino, dich kennen wir vom Intro. Schauspieler fordert dich heraus. Nur weil du eine Glatze hast. Ich bin der wahre Glatzen. Anime. Mensch. Alter, in der gelben Edition war Quapo, also letzte Entwicklung von ihm, fester Bestandteil in meinem Team. Aber ich habe hier noch gar keinen Quaps oder so gefunden. Ich denke, mit einer stärkeren Angel kriegen wir eins. Sepa! Sepa! Okay, Leute. Wie wir gesehen haben, ist der Pfad blockiert.
der Fahrt durch Relaxo. Aber wenn ihr euch noch erinnern könnt, in Azuria City gab es eine Möglichkeit. Da gab es eine Möglichkeit rechts, wo man Zerschneider einsetzen konnte. Da können wir hin. Das werden wir auch machen. Leute, wisst ihr was, bevor wir das Let's Play beenden? Na, hier schaut mal dort. Bevor wir das Let's Play beenden, wir schauen, was unser Nidoran so macht. Wenn ihr euch erinnern könnt, wir haben es in der Pension abgegeben und wir haben so viele Schritte jetzt gelaufen. Das müsste echt ein stabiles Level abbekommen haben. Und stattdessen, ich werde das Nidoran männlich abheben und das Nidoran weiblich abgeben, dass es sich dann später zu Nidorina entwickelt. Und das Nidorina werde ich ja tauschen mit dem Dude. Und mal gucken, was wir dafür dann bekommen. Bye bye Butterfree, es war schön mit dir, Smetbo. Aber ich habe keine Verwendung mehr. Tut mir leid. Leute, das Dickdreh lege ich erstmal ab, weil mit dem wäre es ein bisschen zu einfach. Ach, das Nidoran weiblich haben wir ja weggetauscht. Welches Pokémon geben wir jetzt ab? Ey, wisst ihr was? Wir haben doch ein Zubat hier. Und das Zubat Level 9. Das geben wir jetzt in der Pension ab. Damit sich das zu einem mächtigen Golbat entwickelt. Nidoran hat 8 Level bekommen. Ja, komm. Ich nehme mir mit. Wie stark bist du jetzt, Nidoran? Hallo, 21. Geil. Gut. Bye bye Zubat. Komm Nidoran, du hast die Ehre, ganz nach oben. Ich lasse bewusst einen Platz im Team frei. Damit das neue Pokémon, was wir fangen in der nächsten Route, direkt in unser Team kommt. Und da gucken wir, was wir damit machen. Aber... wie sagt der Pink Panther immer, ist es wirklich schon zu spät? Leute, danke fürs Dabeisein. Wir haben Major Bob besiegt. Wir haben unser Nidoran abgehoben. Aus der Pension mitgenommen. Das ist jetzt richtig mächtig geworden. Und ich werde über den Mew-Glitch recherchieren. Vielleicht können wir noch einen Mew fangen. Wäre das nicht geil, hä?
Also Leute, in dem Sinne, haut rein!